Wir sind heute vor dem Evangelischen Kirchentag in Berlin. Wir protestieren gegen Rheinmetalls Panzerdeal mit der Türkei. Rheinmetall plant eine Panzerfabrik, um von dort aus Waffen in alle Welt zu exportieren, ohne Rüstungsexportkontrollen der Bundesregierung. Gestern waren wir schon da und haben Kanzleramtsminister Altmaier mit unserem Protest konfrontiert. Altmaier wollte nicht Stellung nehmen, er hat unsere Unterschriften nicht entgegengenommen. Heute sind wir da, um Sigmar Gabriel mit einem Flashmob zu überraschen. Mal schauen, wie Gabriel reagiert. Vielleicht auch mich, dass ich sage, ich nehme das gerne mit und dann gebe es an die, die es angeht. Aber die Beteiligung von Rheinmetall an einer Rüstungsfabrikation in der Türkei ist nicht genehmigungspflichtig. Gestern hat noch Peter Altmaier die Annahme der Unterschriften verweigert. Sigmar Gabriel hat sie entgegengenommen und er hat sich klar gegen den Panzerdeal positioniert. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Gabriel versteckt sich allerdings noch weiterhin hinter einer mangelnden rechtlichen Handhabe. Doch wir wissen, die Bundesregierung kann damit drohen, weitere Aufträge an Rheinmetall auf die lange Bank zu schieben, solange der Konzern an seinen Plänen festhält. Dann wird der Konzern einknicken. Wir machen weiter Druck.